Okay, ein paar Sekunden sind auf jeden Fall weggeschnitten dank diesem Programm. Aber viel haben wir nicht verpasst. 38% auf Cloud. Also Cloud gegen Diddy Kong hier im ersten Match des Grands. Und sieht momentan nicht gut aus. Verrufen. Oh, gute Fair aber. Oh. Hat er ihn versucht zu downsmashen. Jetzt wäre er sicherer tot gewesen. Okay, Downthrow. Oh. Häschen bleibt aggressiv. Oh, rutscht da von der Stage. Okay, endlich kriegt er mal die Side B. Und das ist Limit. Wollen wir mal sehen, was er damit anstellen kann. Direkte Back Air. Oh, ach, das war's noch nicht. Krass. Gut die Eid von Häschen. Irgendwo ist die Banane bestimmt, oder? Wo ist die Banane? Keine Banane? Okay. Erster Stock also weg. Der will erstmal Limit aufladen, hat die Banane. Nope, nicht mehr. Jetzt ist die erstmal offstage. Und wird die seine Side B. Low recovered. Oh! Oh! Nice! Und 1-0 für Ruven. Der kann nichts. Match Nummer 2 ist am Start. DNL sitzt hier auch. Aber der Stuhl macht ihn zu Holti. Okay, und erstmal schnell ab für Back Air. Für den kleinen Damage zwischendurch. Gute Trap gelegt von Häschen auf jeden Fall. Aber er kommt trotzdem auf Stage. Oh, und das sieht jetzt. Ah, gut, dass die Plattform da war. Ist sehr scary geworden. Für Ruven. Und er wartet erstmal auf der Plattform. Okay. Das ist ein sehr weiträumiges Spacing jetzt von Ruven und kommt nicht mehr ganz ran, muss Limit verschwenden. Oh, 60%. Oh, die Fairs. Hier. Oh, schöner Ledge Jump. Oh, wow. Die war bald auf jeden Fall. Dieser F-Smash, die Attacke. Oh. Okay, kommt sicher wieder on stage. Oh, da hätte er sein Schild wohl abengeln müssen. Oh, gut ausgewichen. Oh, direkt ab Air von der Edge. Und Limit ist wieder online. Oh, direkt verschwendet. Oh. Noch am Leben. Okay, komm wieder safe rauf. Und das war's. Death Row beendet das Ganze. Den ersten Stock. Ruven muss jetzt auf jeden Fall ausgleichen irgendwie. Braucht noch ein paar Prozente. Muss ihn irgendwie offstage bekommen am besten. Da kommen wieder die True Combos. Oh, schöner Down Smash. Gut gepunished, die Forward Air von Häschen. Oh, schön. Wieder even das Ganze. Oh. Safe! Doch noch am Leben. Aber gute 82%. Boah, der hat auch wieder fast gekillt. Der Shittag auch. Oh, Missklick.
Aber wird nicht gepunished. Okay, er kriegt ihn wieder offstage. Limit ist auch wieder online. Verlasst sich da auf die Angst, aber Hastings zeigt keine. Downtilt. Okay, shielded. Den ersten Hit ist sogar perfekt. Ganze B und der Down Smash. Und das ist 2-0 für Ruven. Okay. Cloud scheint zu funktionieren gegen die jetzt gerade. Vielleicht doch noch Reset. Ja. Das machen wir dann nicht. Lass mal gucken. Also, wenn nächste Woche so keine Zeit mehr haben für Teams, dann vielleicht Brawl davor. Ja, dann Brawl, würde ich sagen. Mal gucken, wer sonst noch Teams will. Ob die denn noch. Ja. Können meinetwegen Teams spielen. Noch abbauen. 6. Nee, das glaube ich auch. Okay, wieder Fox gegen Cloud. Das hat ja im ersten Set, im Winners Finals, ja ganz gut geklappt für Häschen. Mal schauen, ob er da nochmal Erfolg hat in diesem Set. Er hat auf jeden Fall jetzt, muss das hier gewinnen oder das war's erstmal. Kommt das Grand Finals Nummer 2. Aber kriegt hier ganz gut Damage auf jeden Fall auf Ruven. Mit Fox. Oh! Aber irgendwie ist das Ganze gerade mehr scary für Fox als für. Oh ne! Bullshit. Er kriegt den Uptilt und die Back Air. True. Oh, ja, versucht's wieder. Also eine Abwehr. Short auf Abwehr hätte auf jeden Fall eine gute Kombo gewesen. Wow. Aber mal schauen. Vielleicht kriegen wir das ja nochmal zu sehen. Dafür muss er erstmal das Set hier gewinnen. Oh, nicht viel gepunished. Das hätte ziemlich böse enden können für Cloud. Aber im Moment sieht es ja auch nicht gut aus für ihn. 50% extra Credit schon gemacht. Ah, bleibst dabei. Viele Whiffs und Side betrifft. Direkt Limit wieder aufladen. Mindestens die Hälfte ungefähr. Wieder da. Oh, schöne Conversions von Ruven. Oh, viel Damage. Oh, und jetzt langsam dreht sich das Ganze. Limit ist wieder online. Und jetzt kommt die Kombo für Häschen. 87, 94%. Oh, da muss er aufpassen mit dem Luftballon. Oh, langsam kann er es sich nicht mehr leisten, was zu whiffen. Oh, und er kriegt ihn mit der B. Und das ist 3-0 für Ruven. Puh, also Grand Final Set 2 jetzt. Puh. Okay. Das ist meins, ich glaub schon. Ich hab weiß nicht mehr, wie der Kombo ist. Bist du mitkommentiert den Rest? Nee, ich bin so müde. Ich bin auch müde. Ich bin müde. Ich bin müde. Schlecht wie die Ei. Penner. Der gute Penner. Also, in Game 1 von Set Nummer 2 hier im Grand Finals fängt Häschen wieder mit Diddy Kong an. Im Grunde kein schlechter Pick, aber die letzten zwei Matches hat er auf jeden Fall mit ihm verloren. Allerdings kann ich ihn echt gut offstage kriegen immer. Ja, wird sich wohl zeigen. Kriegt auf jeden Fall wieder gut den Juggle Damage mit. Okay, jetzt hat Häschen ihn mal offstage. Versuch's mit der Banane und. Oh!
versucht er den Climb Hazard mit dem Down Smash zu punishen, aber ist nicht. Okay, er lässt den Limit rippen. Und das war's. Kriegt den Down F Smash nach der Banane. Safe. Okay, jetzt kann er natürlich schön extra Credit aufbauen. Dafür muss er nur on stage kommen. Perfect shielded, da konnte er nicht punishen. Das ist natürlich wieder die Banane an Edge. Oh! Elegant gelöst von Ruven. Ein gute Fehler. Oh, ganz komische Hitbox, aber er kriegt den Kill. 58% extra Credit. Da ist auf jeden Fall noch was drin. Jedenfalls ein Limit. Oh, oh! Oh, versucht direkt hinterher zu gehen mit der Fair. Das hätte sich gut gelohnt für ihn. Die Banana Throws sind auf jeden Fall on time. Kann damit gut die Dare punishen. Oh, ein Limit. Edge-Situation gewonnen. Oh, fair. Und das war's. Okay. Safest Ding für Häschen. Erstes Game. Geht an ihn. Gehen wir etwa auf Marios Piste? Nope. Schlachtfeld. Alles klar. Gleich Chars. Wir starten erstmal mit... Oh, was war das denn? Das war... Er hat die Banane gedroppt und mit Back er wieder gefangen. Das war ziemlich gut. Wenn man das gut nutzen kann mit Cloud, dann ist man der Überking. Das ist sowieso das beste Mittel gegen die einfach mit seiner Banane spielen können. Immer schön auf die Panic Monkey Flips warten. Oh, komischer Jab. Ich weiß nicht, ob er das machen wollte. Hat ihn offstage. Ja, ist geforced zu airdodgen. Und Limit ist weg. Ah, wird direkt wieder aufgeladen. Oh, das war's noch nicht. Oh, fast gestorben. Durch die Side B. Ah, vielleicht wollte er es tatsächlich so. Oh, das muss er fies durchschilden. Okay. Ja, das wäre natürlich schön gewesen, hätte er ja da den Down Smash bekommen. Hätte er Limit noch für den letzten Stock gehabt. Mal schauen, ob er das rippen lässt. Jo. Aber das war es noch nicht mit dem Up-Tilt hier von Diddy. Hat ihn im Grab, hat ihn offstage, den Backthrow von Cloud. Ein guter Wurf auf jeden Fall, um Leute offstage zu kriegen. Ich weiß nicht, was das war. Vielleicht eine Back Air oder. Weiß ich nicht, vielleicht auch einfach ein harter Read. Er wird auf jeden Fall dafür gepunished. Und muss dieses Match jetzt hier zurückholen. Oh! F-Smash, yo! Schlechter Habit, Monkey Flip wird gepunished. Und zwar hart. Oh, schneller Abers. Gut Damage auf Diddy Kong drauf. Oh, hat er versucht. Ihn zu two-frame vielleicht. Okay, er hat ihn offstage. An der Edge. Okay, ein paar Perfect Pivots hier.
von Rufen. Geht sehr aggressiv im Moment. Oh, er kriegt ihn sogar mit einem. Aber er fällt raus. 103% jetzt auf Diddy Kong drauf. Sieht gut für ihn aus. Oh, er kriegt den Down Smash. Das war's noch nicht. Und die Banane in den Händen. So ein bisschen Damage. Oh. Oh. Ah, da versucht wieder ihn zu punishen, aber kriegt dafür selbst auf Stage und das war's. Es ist 2-1. Ich glaube, es ist 2-1. Oder 1-1. Steht 1-1, oder? Und wollt ihr den Rest noch mitkommentieren? Ja, willst du noch kommentieren? Ja, das ist Grand Finals 2. Rufen hat 3-0 gewonnen. Grand Finals 1. Oh ja. Und wir gehen hier direkt ins nächste Game. Wieder auf Smashville. Schön eingesetzt. Wieder von Rufen. Ziemlich nice. Guten Damage. Und schön die Kontrolle über Banane erhalten geblieben. Schöne Abwehr. Hochgescoopt. Oh, sehr schön. Eingesetzt von Ruben. Oh. Den hier schön auf Stage. Aber Limit ist immer noch online. As scary as ever. Kriegt hier die Back Air. Muss aber noch ein bisschen Damage aufbauen, auf jeden Fall. Er versucht es jetzt mit der Full Aggression Methode. Aber Rufen bremst ihn aus. Oh, da kriegt er ihn aber. Und Up Smash. 89% also. Kann er hier wieder böse Prozente aufbauen. Die Banana Snipes. Direkt 2 in Folge. Oh, und die Panikrolle hat ihm nicht geholfen. Jetzt mit Limit off Stage, aber kommt noch sicher drauf. Allerdings braucht er dieses Limit jetzt wirklich zum Killen. Oh, aber Whiff. Und jetzt wird es natürlich schwierig für Cloud. Schön auf Reaktion von Häschen gepunished. Das Get-Up. Er versucht es mit der Rasenmäher Dash Attack. Aber es wird geschildert und gepunished. Oh, auch das. Dieser Air Dodge. Jump Air Dodge. Und das war's. Yo. Das ist ja wohl 2-1 für Häschen. Das wird auf jeden Fall knapper und knapper. War jetzt natürlich wieder schön getoo-stalkt. Jetzt schauen wir mal. Okay, es bleibt bei Cloud und bei Diddy Kong. Gehen wir auf Lylat? Gehen wir auf Lylat? Jo, Lylat. Also, Game Nummer 4. Oh, und direkt erstmal Bread and Butter für Diddy Kong. Cloud outdamaged. Diddy Kong auf jeden Fall relativ, vor allem wenn die beiden traden. Aber Diddy Kong hat auf jeden Fall die längeren Kombos. Wer das hier besser zunutze machen kann, sich. Noch relativ even das Ganze. Jetzt Häschen offstage. Kommt er wieder hoch? Nee. Oder besser gesagt, nee. Er kriegt ihn offstage.
Getups von Heesen sind auf jeden Fall besser geworden mit der Zeit. Oh, aber dafür wird er gepunished. Vom bösen Down Smash. Schön noch mit Limit. Mal gucken. Wenn er eine Abwehr kriegt, dann wird das ziemlich heil. Age Control. Alles in favor of Heesien. Ah, noch schafft das nicht auszugleichen. Oh, noch ein Up Smash. Ist aber zu stale inzwischen. Die Banane ist hier auf jeden Fall ein großer Faktor. Heesien hat hier auf jeden Fall. Ist er ziemlich gut unter Kontrolle gehabt. Und der Lilith Angle. Hat sich nach oben geangelt, während er die Abi gemacht hat. Also jetzt Last Stock hier. Oh. Diddy Kong macht sich gern klein während seinen Fall-Animations, auch während der fährt zum Beispiel. Und das ist natürlich jetzt guter Damage. Oh. Okay, Down Throw. Versucht er, das DI-Mix-Up irgendwie auszunutzen. Jetzt hat er die Banane und Limit. 90% auf Diddy Kong. Oh, aber eine Rolle. Und schon wieder gepunished. Oh. Limit wird rausgeworfen. Und der Monkey Flip. Jetzt kommen wieder die Bananen-Mix-Ups. Die Banane ist weg. Kriegt den schön mit dem Rasenmäher hoch. Aber jetzt wieder even. Oh. Offstage. Oh, er wird wieder offstage geworfen. Gute Edge Plays auf jeden Fall hier von Häschen. Oh, und der Up Smash. Krass. Uff. Fliegt in die Banane und wird geupsmashed. Also 2-2. Das letzte Game 5 steht an. Puh. Mal sehen, ob wir jetzt irgendwie einen Taktikwechsel sehen. Aber ich denke mal, das wird bei Diddy Kong gegen Cloud bleiben. Und welche Stage wird's? Na, Smash. Welche Stage wird's jetzt hier in Game 5? Letztes Game. Alles noch offen und wir nehmen Dreamland. Oha. Dreamland gegen Cloud. Okay, mutig. Es geht auf jeden Fall aggressiv los von Heesien Seite. Huven. Nee, Limit auf. Hat noch nicht viele Prozente. Also im Moment hat sich das auf jeden Fall gut für ihn gelohnt. Aber das ist natürlich die Frage, kann man da. Wow, schon zwei Side-Bees. Fast ab er. Und das hätte dann noch viel mehr Damage gemacht. Also Limit bald online auf jeden Fall. Die Banane liegt da irgendwo rum, wie man sieht. Gute Nerv von Rufen da auf jeden Fall. Und schafft es da Rufen abzulenken. Und das Limit ist weg. 100% auf Cloud. Okay. Die Edge-Situation kann nicht gefährlich werden, weil hier ist ein zu weit weg stand. Und wieder die Banane da. Oh. Oh. Oh, er kriegt sogar den Kill. Vor Heesien noch. Und jetzt mit Limit. Das ist natürlich immer eine sehr gute Ausgangssituation. Außer er muss sie sofort verschwenden. Es kommt auf dieses Edge-Play an. Oh. Und das gewinnt Rufen. Macht ihm sogar ein bisschen Schaden dabei. Das ist der Up-Smash. Aber killt noch nicht. Cloud ist fett. Heesien schafft es auf jeden Fall gut,
keinen Damage zu fressen hier gerade. Und der Upsmash killt. Diesmal konnte nichts aus dem Limit machen. Ist die Frage, ob es besser wäre, das einfach rauszuwerfen dann, um dann Free nochmal Damage zu machen und das Neutral zu gewinnen. Oh. Okay. Cloud offstage. Aber schafft sie wieder rauf. Limit ist halb aufgeladen. Er will das wohl durchziehen. Oh. Versucht ihn mal mit der Side B zu erwischen. Ist zu langsam. Nochmal eine Side B. Noch eine Side B. Okay, erstmal gespacet. Von Cloud. Das Limit ist fast wieder online. Oh. Okay, das ist wieder ein Limit. Und Cloud ist immer noch offstage. Er muss springen. Wird dafür gepunished. Oh, er versucht es hier wieder mit sehr Drop. Der. Okay. Es ist sehr even. Gerade jetzt wieder. 60%. Oh. Nicht mal auf Dreamland killt das. Okay, viel Neutral jetzt. Oh, er schafft es immer wieder. Mit den Bananen und den Grabs danach. Gut Damage zu machen. Jetzt ist Didi wieder auf dem Boden. Oh. Er muss es schaffen, Didi da irgendwie vom Boden wegzukriegen. Schwierige Sache. Und, oh. Überlebt das hier. Oh, doch, springt in die Berg-Air rein. Okay, das ist Limit. Ohne Limit wird es schwierig. 160%. Oh, er versucht's. Oh, fast erwischt mit der Fair. Guter Versuch. Und Backthrow. Banane ist bei Rufen. Oh. Kriegt Stage Control mit der Fair. Oh. Oh. Und das. Nein, das war's nicht. Krass. 180 hier auf Rufen drauf. Schafft er das noch zurückzuholen? Das ist alles so scary. Und das war's. Oh, Mann. Holy shit. Häschen schafft sie 3-2 das Game zu holen. Das Set und das Turnier. Herzlichen Glückwunsch.